Hallo YouTube, die neue Loot Reader ist da vom August mit dem Thema Time to Kill. Auf das freue ich mich schon, was da alles drinnen ist. Vorher natürlich noch die Auflösung von der letzten Loot. Da gab es zu gewinnen die Postkarte, die Buttons und natürlich die Lemon Zucker. Wer gewonnen hat, ist der Nerf Player. Ich werde dich persönlich anschreiben. Du hast dann 7 Tage lang Zeit, mir zu antworten, damit ich dir diese coolen Sachen schicken kann. Aber jetzt Schluss mit dem ganzen Umeinandergesülze. Jetzt hauen wir uns über die neue Loot Raider drüber. Wow. Und hier ist es auch schon. Time to kill. Oh, Chucky. Auf der Rückseite, wie immer, eine Beschreibung. Instagram! Yes, Instagram! Ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich war mal bei Instagram dabei. Ja, nicht zur Sache, auf jeden Fall. Ja, hier ist noch irgendein Code. Okay, wenn man hier das einscannt oder anschaut, könnt ihr dann irgendwas abstauben. Ja, und hier haben wir gleich einmal als erstes einen 5% Rabattcode mit Loot5, Loot Raider, Kinguin. Und auf der Rückseite ist von dem Zombie-Shooter der Game Key drauf. Ja, dann haben wir hier die Uhr. Eine Uhr. Wie spät ist es? Geht nicht. Na? Es ist 9.38 Uhr. Meine neue Apple Watch in Grau. Ja, neues Design der Apple Watch. Wunderbar. Ja, eine Uhr. Nicht schlecht. Hier haben wir die Doctor Who Buttons. Okay, nein, das sind nicht Magneten, das sind Buttons. Sorry, das sind doch Buttons. Und hier ist der Chucky, die Mörderpuppe. Hol mal dich hier raus. Wie schön ist eigentlich Chucky? Ja, das ist der wunderschöne Chucky mit natürlich einem Messer. Gott sei Dank ist das nicht scharf. Und natürlich zu guter Letzt haben wir wie immer ein T-Shirt. Und diesmal haben wir drauf... Was ist hier drauf? Ja, und diesmal haben wir wieder ein Grand Theft Auto T-Shirt oder ein bisschen was anderes. Grand Theft Hardys 10. Ja, wunderschönes T-Shirt. Wieder mal ein T-Shirt für die Sammlung. Ja, schauen wir nochmal, was alles drin war in der Loot Raider Box von April. Und zwar, ja, dieses T-Shirt. Dann haben wir hier Chucky die Mörderpuppe, die futuristische Apple Watch aus der Zukunft. Natürlich wieder den Game Key und die Doctor Who Buttons und natürlich immer noch das kleine Broschürchen. So, und wie immer muss ich ja was verlosen und diesmal habe ich mir gedacht, ja, weil es schon die über 30. Lootbox ist, was ich verlose, haben wir jetzt richtig am Putz und wir hauen eine komplette Loot Raider raus. Das heißt, die komplette Loot Raider Box vom April mit Inhalt geht an euch. Voraussetzung ist natürlich, ihr müsst Abonnent sein, ihr teilt das Video mit euren Freunden. Und ihr macht Werbung für mich, sei es auf Twitter, Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ihr ladet ein Video hoch, stellt meinen Kanal vor, zeigt, wie cool eigentlich mein Kanal ist. Ja, und natürlich muss das Video auch eine gewisse Viewzahl erreichen. Und ich würde sagen, wir setzen das bei 500 Views an und 100 Likes. Das heißt, wenn wir diese Grenze erreicht haben, suche ich dann einen Gewinner raus, der was meinen Kanal richtig, richtig geil vorgestellt hat, auf seinen Kanal oder auf seinen ganzen anderen Social Media Plattformen. Den suche ich aus, der gewinnt dann die Loot Raider Box. Und die Auflösung für diese Loot Raider wird dann sein bei der nächsten Loot Box. Ihr habt jetzt 2 Wochen lang Zeit, meinen Kanal zu promoten, damit auch andere Leute sehen, dass da immer irgendwas rausgehaut wird. Zum Beispiel, so wie jetzt, eine komplette Box. So, das war's jetzt mit dem Unboxing von der Loot Raider Box vom April mit Chucky, der lieben Puppe, die was ab und zu auch mordet. Ja, auf der einen Seite wieder drüben mein letztes Video, unten wie immer die ganzen Links zu den Social Media Plattformen. Ja, was sagt ihr zum aktuellen Inhalt der neuen Loot Raider Box? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba!